The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen und frohes neues Jahr. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Jahr 2023. Es ist Montag, der 2. Januar. Ein Himmelreich für eine Glaskugel. Auf dem Jahr 2023 liegen große Erwartungen und fromme Hoffnungen. Ian Kershaw, der berühmte Historiker, glaubt, dass der Krieg in der Ukraine in einem halben Jahr vorbei ist. Der Krieg sei zu zermürbend, auch für Putins Truppen. Auch der Finanzminister wagt einen Ausblick. Im Interview mit der Bild am Sonntag sagt Christian Lindner, dass er für dieses Jahr mit 7% Inflation rechnet. Im nächsten Jahr würden die Zahlen laut den Prognosen weiter sinken. Mal sehen, ob 2023 sich an diese Vorhersagen hält oder ob es, wie das letzte Jahr auch, macht, was es will. Bei kleineren Themen abseits von Weltpolitik und Teuerungsrate lässt sich ein bisschen klarer auf die Zukunft schauen. In diesem Jahr kommt endlich das 49-Euro-Ticket, aber natürlich, wie es sich bei der Bahn gehört, mit Verspätung. Geplant war mal der Start am 1. Januar. Wegen Streitereien in der Politik um die Finanzierung geht es erst im April los. Damit kann man dann deutschlandweit im öffentlichen Nahverkehr fahren. Immerhin, ab sofort gibt es bei der Bahn vegane Currywurst zu kaufen, wenn jetzt noch zuverlässig das Bordrestaurant auf hätte. Aber Geduld, immer eine Zeitenwende nach der anderen. Auch die Hauptstadt bleibt sich treu. Im Februar wird in Berlin nochmal gewählt, denn Berlin kann nicht nur nicht Flughafen bauen, sondern auch nicht eine Wahl zum Abgeordnetenhaus organisieren. Vor rund anderthalb Jahren gab es so viele Pannen, dass das Berliner Verfassungsgericht die Wiederholung angeordnet hat. Die regierende Bürgermeisterin muss um ihr Amt zittern. Damit die Wahl nicht wieder so chaotisch wird, könnte Franziska Giffey ein Gesetz verabschieden nach dem Starke Familiengesetz und dem Gute Kita-Gesetz. Bräuchte die Hauptstadt ein Gute Wahlen-Gesetz. Außerdem treten im März die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse in Aktion. Dann werden Teile der Kosten rückwirkend gedeckelt für die Verbraucher. Kurz danach, Mitte April, werden die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Robert Habeck, der bisher eher glücklose Wirtschaftsminister, hatte seiner Partei zuletzt ja versichert: Die fossilen Energien und die Atomkraft. Sie haben uns diese Energienot beschert. Sie sind nicht die Lösung. Sie sind das Problem. Der Minister und seine Partei müssen unter Beweis stellen, dass am Ende trotzdem die Energiekrise gelöst werden kann. Da muss Robert Habeck mal politisch richtig Gas geben. Stimmt's, Herr Minister? Ja, was ist die Frage? Und am Ende geht der Blick nach Amerika. In diesem Jahr entscheidet sich, ob die Republikaner nochmal Donald Trump ins Rennen schicken oder doch jemand anderen. Es sieht schlecht aus für den Ex-Präsidenten. Dass seine Favoriten bei den Midterms verloren haben, hat gezeigt, wie schwach er politisch ist. Die Veröffentlichung seiner Steuerunterlagen hat seinem Image weiter geschadet, denn er hat jahrelang erstaunlich wenig Steuern gezahlt. Im Jahr 2020 hat er keine Einkommensteuer bezahlt. Das kann viele Gründe haben. Vielleicht hat er einfach einen guten Steuerberater. Aber seine Gegner stellen es als Beweis dar, dass er doch nicht so ein erfolgreicher Businessman war, wie er immer geprahlt hat. I'm using my own money. I'm really rich. I'll show you that in a second. Am Ende dürften die Republikaner versuchen, sich von dem Mann zu befreien, ob er will oder nicht. Das nennt man auch im Jahr 2023 Politik. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Philosoph Professor Julian Nieder-Rümelin spricht mit Gabor Steingart über eine der wichtigsten Fragen: Wie geht es weltpolitisch weiter zwischen dem Westen und der Russland-China-Achse? Ich glaube eher, China hat ein Interesse daran, möglichst lange mit sehr guten ökonomischen, auch Exportleistungen, auch technologisch aufzuholen auf dasselbe Niveau und dann sich diese Rolle als zweite Supermacht nun wirklich dann für sich in Anspruch zu nehmen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf das Börsenjahr 2023. Wir wundern uns über ein unglückliches Instagram-Video der Verteidigungsministerin und freuen uns über die tierlieben Einwohner der englischen Stadt Scarborough. Die Karten der Weltpolitik werden neu gemischt. Der Krieg des Wladimir Putin, die Konfrontation zwischen den USA und China, all das zwingt auch uns, also Europa, uns selbst zu reflektieren und die Frage nach unserer eigenen Rolle in der Welt zu stellen. Der Philosoph Professor Julian Nieder-Rümelin hat gemeinsam mit anderen Autorinnen und Autoren wie Antje Vollmer und Erich Ward einen Essay geschrieben. Eine Streitschrift. Der Titel lautet Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg. Gabor Steingart hat Julian Nieder-Rümelin ins Studio eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie diese Perspektiven aussehen könnten. Es geht um die Frage der Polarisierung auf der Welt, mit dem Westen auf der einen Seite und einer Russland-China-Achse auf der anderen. Am Samstag erscheint das ganze Gespräch. Heute Morgen hören Sie einen Ausschnitt. Die Verhältnisse hier in Europa spielen den Chinesen ja jetzt in die Hände, denn Russland und China haben ja hier zumindest eine ungleiche, aber doch eine Allianz geschmiedet gegen den Westen. Ja, das ist zum Beispiel die interessante Frage. Was wollen wir? Wie wollen wir, dass diese Entwicklung weitergeht? Ich meine jetzt wir, der Westen. Sind wir besser bedient, wenn wir in harter Konfrontation mit Russland und China gewissermaßen einen Ostblock mitfördern, schmieden, helfen? Genau, weil Russland nämlich dann in die Arme, sehr ungern wahrscheinlich, weil Russland möchte das nicht, aber das wird darauf hinauslaufen, in die Arme Chinas getrieben wird. China wird dann die Ägide haben. Aber Russland ist als Militärmacht und auch als Rohstoffland natürlich für China nicht uninteressant. Man sieht auch jetzt schon, dass die westlich geprägte Demokratie Indien sich eher neutral verhält. Keine Verurteilung Russlands. Mit Russland wird weiter intensiv Handel getrieben. Die Öl- und Erdgas- und Kohlelieferungen und so weiter. Das heißt, man muss sich sehr genau überlegen, ob wir mit unserer Praxis beitragen wollen zu einer neuen Blockbildung, in deren einem Zentrum Russland und China steht und das andere Zentrum wäre dann Europa und Nordamerika, wieder in einer engeren Verbindung, als das unter Trump und auch unter Obama der Fall war. Das kann uns aber nicht beruhigen. Die Frage ist ja, ist überhaupt Russland hier, Sie sagen revisionistisch, oder ist hier vielleicht Russland ungewollt in die Rolle eines Stellvertreterkrieges gekommen für die Chinesen, mal auf europäischem Boden ein Tänzchen zu wagen mit dem Westen, den man selber in Taiwan und anderswo vielleicht später vielleicht auch nie wagen wird, aber dass hier Russland vorgeschickt oder zumindest gefördert wurde beim Vorangehen, um diesen Konflikt hier zu treiben auf unserem Boden. Also das glaube ich wieder nicht, ohne dass ich da Experte bin für chinesische Außenpolitik. Mir scheint, dass das schon eine sehr eigenständige Politik Russlands ist, die sich auch von niemandem da beeinflussen lässt. Vielleicht rückversichert hat. Ja, vielleicht an die Szene bei den Winterfestspielen. Das vielleicht, ja. Aber für China ist das hochriskant auch, weil durch diese Ukraine, durch den Krieg in der Ukraine entsteht ja eine Unordnung auf den Weltmärkten. China ist in hohem Maße von funktionierenden Weltmärkten abhängig, von Handel abhängig. Das heißt, das kann China nicht wirklich wünschen, dass es in der Weise zu Schwierigkeiten kommt. Ich glaube eher, China hat ein Interesse daran, möglichst lange mit sehr guten ökonomischen auch Exportleistungen, auch technologisch aufzuholen auf dasselbe Niveau und dann sich diese Rolle als zweite Supermacht nun wirklich dann für sich in Anspruch zu nehmen. Weil die Amerikaner das antizipieren, wollen sie die Auseinandersetzung lieber zum jetzigen Zeitpunkt suchen und empfehlen dieses Decoupling, also eine Trennung der Einflusssphären. Ist das eine kluge Idee? Das halte ich nicht für eine kluge Idee. Also ich glaube, es wäre viel vernünftiger, wenn wir die globale Verflechtung nutzen, um klarzumachen, dass die großen Menschheitsherausforderungen, zu denen natürlich Klimawandel gehört, Armuts- und Elendsbekämpfung und vieles andere, Artenvielfalt, das können wir nur gemeinsam leisten. Wir haben gemeinsam ein Interesse auf dieser Welt, dass die Menschheit als solche das in Angriff nimmt. Und wenn wir jetzt wieder so in eine Phase treten, in der Aufrüstung, lokale Kriege, möglicherweise sogar eskalierende Konflikte, die also
immer Gefahr laufen, dann auch zum Weltkrieg am Ende zu mutieren, dann würde das eine solche Entwicklung von vornherein blockieren. Und das, wofür viele spricht, ist, da ein anderes Narrativ gewissermaßen entgegenzusetzen und zu sagen, bitte kein Rückfall jetzt in die nationalen Konflikte des 19. Jahrhunderts. Das haben wir ja jetzt. Wir beobachten ja einen Krieg, der wirkt ja wie aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Hat ja niemand mehr für möglich gehalten, dass es solche Kriege überhaupt noch geben würde. Sondern an läuft ja auch nicht so richtig gut, auch für die russische Seite. Ja. Ja. Auch wie Vietnam und wie Afghanistan, nicht wirklich toll. Ja. Und gleichwohl bleibt ja die Frage, wie kommen wir da jetzt raus? Schwere Waffen fordern die einen, also sie setzen auf einen militärischen Sieg tatsächlich, ja, betonen das auch jeden zweiten Tag, dass die Ukraine soll siegen. Gregor Gysi sagt, gegen eine Atommacht kann man gar nicht gewinnen. Was ist Ihre Haltung zu diesem militärischen Aspekt? Also, wie gesagt, da halte ich mich sehr zurück im Urteil. Manche Militärexperten sagen, Russland verfügt, zum Beispiel Erich Fahrt, der hier auch Autor ist, sagen, der war lange Zeit... Ihr Mitstreiter ja in dieser Streitschrift. Genau, Berater von Angela Merkel über viele Jahre, ich glaube 7 Jahre im Bundeskanzleramt, eher CSU-nah. Und er ist zum Beispiel der Auffassung, als jemand, der sich mit Waffensystemen und Krieg gut auskennt, dass Russland über eine Eskalationsdominanz verfügt. Das heißt, auf jeder Stufe des Konfliktes immer noch drauf lagern kann. Zum Beispiel bislang gab es eine Generalmobilmachung in der Ukraine, in Russland nicht. Auch jetzt noch eine Teilmobilmachung, aber immerhin, es geht in diese Richtung. Russland ist natürlich auch größer, ist ökonomisch viel stärker. Vor allem aber hat Russland eben Nuklearwaffen. Es hat eine Marine direkt vor der Küste der Ukraine. Also ich will mich auf diese militärstrategischen Debatten nicht einlassen, weil das nicht mein Metier ist. Aber immerhin anmerken, dass diese ethischen Einschätzungen, was ist jetzt richtig und was ist falsch, was sollte getan werden, hängt natürlich von empirischen Fragen ab. Also wenn es möglich wäre, ohne unverantwortlich viele Menschenleben zu riskieren, eine Rückeroberung der besetzten Gebiete unter Krim zu erreichen, dann müsste man dafür sein, weil es ist ein Angriffskrieg und die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen und der Angreifer sollte das auch spüren. Wenn es dagegen sich so verhält, dass eine solche Rückeroberung Hunderttausende von Toten kosten würde, die das Risiko eines europäischen Krieges beinhaltet und am Ende dazu führen könnte, dass die Ukraine ausgerechnet der Hauptleidtragende wird einer solchen Konflikteskalation, die am Ende dann doch wieder Russland gewinnen würde, ja, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich kann das nicht beurteilen im Detail. Meine Vermutung ist, dass diejenigen, die jetzt sagen, wir müssen nur mal noch ein paar Panzer liefern, dann siegt die Ukraine über Russland, einem Wunschbild anhängen, idealistisch motiviertes Wunschbild, das sich dann rasch eben als solches auch erweisen kann und dann stehen wir vor dem Scherbenhaufen und möglicherweise vor einem europäischen Krieg. Erich Fahrt ist der eine Mitautor, Anki Vollmer eine andere, kommt von einer ganz anderen Ecke, nicht CSU, sondern Grüne, nicht Bundeskanzleramt, sondern Pazifistin. Sie vertritt ja die These, dass wir, egal welches Szenario wir für den Ausgang zugrunde legen, hier nicht mit Waffen agieren sollten, der Westen schon gar nicht, Recht auf Selbstverteidigung ja, aber eben nicht durch uns einen gefütterten Krieg und angespornten Krieg. Das ist aber nicht Ihre Position, oder? Das ist nicht meine Position. Ich glaube, es war richtig, die Ukraine zu unterstützen. Wenn man sich zurückerinnert, im Wahlkampf hatte noch Habeck gesagt, wir kommen nicht umhin, Verteidigungswaffen an die Ukraine zu liefern. Da hat die heutige Außenministerin Baerbock ihn zurückgepfiffen und gesagt, kommt auf keinen Fall in Frage. Haben ja viele schon wieder vergessen. Ich war der Meinung, der Machtkampf der Grünen ist hier sozusagen ein Teil der Hintergrundkulisse auch dieses Konflikts. Okay, aber jetzt mal rein inhaltlich ist ja so eine 180-Grad-Wende ja doch nicht ganz uninteressant. Auch bei der SPD das größte Aufrüstungsprogramm, größer als das, was Helmut Schmidt sich je erträumt hatte. Ja, da würde ich Ihnen widersprechen. Viele schauen nicht auf die Zahlen. Also in der Zeit von Willy Brandts Entspannungspolitik hatte der Militärhaushalt einen Anteil von über 3% des Bruttoinlandproduktes. Also rund 3-mal so hoch wie jetzt zuletzt in Deutschland. Das heißt, Brandt hat gewusst, dass man Landesverteidigung braucht, um glaubwürdig zu sein.
Und das ist vergessen worden in den letzten Jahrzehnten. Da wurde umgesteuert auf internationale Interventionsstreitkräfte und mit Agieren, ne, Deutschlands Sicherheit. Die Friedensdividende von Joschka Fischer, aber die 100 Milliarden sind schon sehr singulär in ihrer Massierung. Ein sehr kompaktes Aufrüstungsprogramm. Offenbar ist die Bundeswehr im Augenblick überhaupt nicht einsatzfähig, ja, mit 7 noch fliegenden Hubschraubern und Ähnlichem. Also wenn das so halbwegs stimmt, was schon vor dem Krieg übrigens kommuniziert wurde, nicht erst jetzt taktisch im Krieg, dann muss die Bundeswehr wieder auf die Füße kommen, damit wir hier glaubwürdig auch zum Beispiel Litauen verteidigen können im Falle seines Angriffskrieges. Also ich bin der Meinung, es war richtig, die Ukraine dabei zu unterstützen in der Verteidigung gegen einen Angreifer, der offensichtlich einen Regime-Change in Kiew anstrebte und die Abhängigmachung dieses Staates sozusagen als Vasallenstaat Russlands wollte. Insofern kann man sagen, sind schon heute die Kriegsziele Putins nicht erreicht. Er hat versagt in dieser Hinsicht, er hat seine Kriegsziele nicht erreicht und es war richtig, der Ukraine dabei zu unterstützen. In dem Moment aber, wo diese Unterstützung dazu führt, dass der Krieg eskaliert, wird es problematisch. Weitere interessante Gedanken und das ganze Interview zwischen Gabor Steingart und Julian Nieder-Rümelin gibt es am Samstag auf thepioneer.de. Danke fürs Dabeisein. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Für die Finanzmärkte war 2022 ein schwieriges Jahr. Der komplette Kryptobereich geriet massiv unter Druck, aber auch Tech-Aktien mussten ordentlich federn lassen. Wo geht die Reise 2023 hin? Bleibt es ein Bärenjahr oder nimmt der Bulle die Kurse wieder auf seine Hörner und treibt sie nach oben? Dazu jetzt meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Gibt es schon irgendwelche Indikatoren, wie das Börsenjahr 2023 aussehen wird? Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend an der Wall Street fortsetzt, ist in der Regel größer, als dass er sich umkehrt. Das heißt, das lässt nichts Gutes erahnen für das neue Jahr. 2022 war für die Wall Street das schlechteste Jahr seit 2008, also seit der Finanzkrise. Und es war auch das erste Jahr mit Verlusten nach 3 Jahren in Folge mit Gewinnen. Der Dow Jones schloss das Jahr mit einem Minus von 8,8%. Beim S&P 500 ging es in 2022 um 19,4% nach unten. Am schlimmsten hat es aber, wie du schon gesagt hast, den Tech-Sektor getroffen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 33,1%. Ausgelöst wurde diese schlechte Laune an der Wall Street dadurch, dass wir in 2022 von diesem Nach-Corona-Boom runtergekommen sind. Also die Partystimmung nach den ganzen Corona-Hilfsgeldern war vorbei und die Folgen haben wir dann präsentiert bekommen, nämlich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, die hohe Inflation, die ja nicht zuletzt auch durch die ganze Gelddruckerei der Notenbank ausgelöst wurde. Und dann, was die ganze Lieferkettenproblematik noch verschärft hat, war der Ukraine-Krieg und dass es immer noch Corona-Lockdowns in China gibt. Und jetzt, um die Inflation in den Griff zu bekommen, die aggressiven Zinserhöhungen der Notenbank, die Wall Street natürlich auch nicht mögen, weil das billige Geld aus dem Markt zieht. Analysten gehen davon aus, dass der Bärenmarkt in diesem Jahr noch anhalten wird, und zwar bis wir endgültig in einer Rezession angekommen sind oder bis die Notenbank bei ihrer Zinspolitik eine weniger aggressive Richtung einschlägt. Also wahrscheinlich können wir erst Mitte des Jahres wieder mit einer Erholung der Finanzmärkte rechnen. Diese Woche gibt's auch schon direkt wieder neue spannende Zahlen, und zwar den Arbeitsmarktbericht von Dezember. Der kommt am Freitag raus. Obwohl es gerade bei den Tech-Firmen doch zuletzt einige Ankündigungen von Entlassungswellen gegeben hatte, glauben Analysten nicht, dass die Arbeitslosenrate merklich gestiegen ist. Das wird aber trotzdem wieder so ein Fall von gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten für die Märkte. Wenn der Arbeitsmarktbericht nämlich besser ausfällt als gedacht, was ja eigentlich gute Nachrichten sind unter normalen Umständen, dann könnte das die Notenbank dazu veranlassen, die Zinsen doch wieder aggressiver zu erhöhen. Also insgeheim hofft die Wall Street also eher, dass die Zahlen nicht so gut ausfallen. So oder so, Chelsea, werden wir genauso volatil ins neue Jahr starten, wie das alte aufgehört hat. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass unsere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ihr Pannenjahr standesgemäß beendet hat mit einer großen Audiopanne.
Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte sie Silvester um kurz vor Mitternacht ein Video mit einer kleinen Neujahrsansprache. Statt eines ruhigen Büros mit professioneller Aufnahmetechnik wählte sie stattdessen einen Platz mitten in Berlin-Friedrichshain. Es wirkt so, als sei sie im Restaurant gewesen und irgendwem ist plötzlich eingefallen, dass sie noch ein Video machen könnte. Also schnell raus auf die Straße, Handykamera an und Action! Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und scheint zu unglaubliche Herausforderungen stellen. Mitten in Europa tobt ein Krieg. Sie hören es, im Hintergrund wird schon heftig geböllert. Die Verteidigungsministerin spricht vom Krieg in der Ukraine und steht im Raketenhagel der Berliner Silvesternacht. Und das, während Wladimir Putin mit echten Raketen und Drohnen Kiew bombardiert. Gespür für die Angemessenheit der Situation, absolute Fehlanzeige. Zudem kann man die Ministerin kaum verstehen. Der Wind rauscht ins Mikrofon, es wird immer stärker geböllert und der Straßenlärm kommt noch hinzu. Hier bedankt sie sich bei Soldatinnen und Soldaten und beim Pflegepersonal, die Silvester arbeiten müssen. Oder in anderen Bereichen sage ich ein herzliches Dankeschön. Und uns allen wünsche ich jetzt einen guten Rutsch in ein Jahr 2023, das hoffentlich gesund, glücklich und hoffentlich man kann wirklich nur den Kopf schütteln über einen so unprofessionellen und offenbar auch unüberlegten Auftritt. Und letztlich ist es auch respektlos denen gegenüber, an die das Video adressiert ist. Trotz der Geräuschkulisse im Hintergrund muss man sich die Frage stellen, ob Frau Lambrecht den Schuss nicht gehört hat. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass das jährliche Silvesterfeuerwerk eigentlich unter keinen Umständen ausfällt, außer ein Walross stattet deiner Stadt einen Besuch ab. So geschehen in der englischen Küstenstadt Scarborough. Dort war man mittendrin in den letzten Vorbereitungen für das Neujahrsfeuerwerk, bis plötzlich am Hafen ein mächtiges Walross aus dem Wasser stieg und es sich direkt am Kai gemütlich gemacht hat, um ein kleines Nickerchen einzulegen. Die Aufregung war sofort sehr groß. Ein Walross im Nordosten Englands, sowas hatte es eben noch nie gegeben, wie hier ein Inspektor der Tierschutzorganisation RSPCA den Great Britain News erzählt. It's quite remarkable. I mean, I've been with the RSPCA for over 30 years and it's the first one I've seen and I've never expected to have to deal with one. Und wie man es bei unerwartetem Besuch kennt, war man sich in Scarborough bezüglich der Umgangsformen mit Walrossen nicht ganz sicher. Aus Angst, das Walross zum Beispiel mit dem geplanten Silvesterfeuerwerk später zu stören oder gar zu gefährden, entschied sich die Stadt kurzerhand dafür, die Böllerei abzusagen. Das Walross bekam davon freilich nichts mit. Am frühen Abend, weit vor dem Jahreswechsel, wachte es wieder auf, glitt ins Wasser und verabschiedete sich wieder. Dem Walross wird auf dem Weg nach Hause die Gastfreundschaft von Scarborough auf jeden Fall in guter Erinnerung bleiben. Starten Sie jetzt an diesem ersten Arbeitstag 2023 gut in dieses neue Jahr. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier schon wieder. Same time, same place.